Was war das für ein Geräusch? Du reibst dir die Augen. Es kam aus dem Bad. Das Plätschern der Toilette hat dich aus dem Schlaf gerissen. Du steigst aus dem Bett, gehst ins Bad und machst das Licht an. Du schaust dich um und dann hörst du es wieder. Es kommt aus der Toilette. Du machst immer den Deckel runter, also weißt du jetzt nicht, ob da eine Überraschung auf dich wartet. Du bist nervös. Machst du den Deckel auf oder lieber nicht? Das Plätschern klingt immer energischer. Du schnappst dir einen Besen, hebst den Deckel langsam an und siehst eine Ratte, die auch gleich versucht, aus der Schüssel zu klettern. Sofort lässt du den Deckel fallen. Du rufst einen Kammerjäger, der sich darum kümmern soll. Aber schieb jetzt keine Panik. Nicht aus jeder Toilette krabbeln Ratten raus. Es ist aber gut zu wissen, wie Ratten theoretisch die Toilette raufkommen können. Sie schaffen das wegen ihres super agilen Körpers, mit dem sie geschickt umgehen können. Im Prinzip passt eine Ratte durch jedes Loch, wo ihr Kopf auch durchpasst. Wenn du also eine Ratte siehst, die so groß wie dein Fuß ist, dann musst du trotzdem nach kleinen Öffnungen Ausschau halten. Denn wie gesagt, wenn ihr Kopf durchpasst, dann quetscht sie auch ihren Körper durch. Ratten können das, weil ihre Knochen flexibel sind und den Druck aushalten, der auf ihren Körper einwirkt, wenn sie sich durch enge Räume quetschen. Falls doch mal eine Ratte aus deiner Toilette krabbelt, dann nur, weil sie sich in der Kanalisation verlaufen hat. Sie wird die Abzweigung zu ihrem Rohr verpasst haben und hat das Rohr zu deinem Haus erwischt. Das Design einer Toilette ist ziemlich genial. Der Ablaufmechanismus ist so konzipiert, dass alles weggespült wird und nicht wieder hochkommt. In der Toilette steht Wasser und wenn gespült wird, steht das ganze Rohr unter Wasser. Die Ratte bräuchte also einen Taucheranzug und müsste den ganzen Weg gegen den Strom nach oben schwimmen. Tja, wie soll ich sagen, aber Ratten sind unglaublich gute Schwimmer. Sie können stundenlang schwimmen, ohne müde zu werden. Und sie können auch tauchen und lange die Luft anhalten, wenn es sein muss. Es ist also möglich, dass sich eine Ratte durch die Kanalisation zu dir verirren könnte. Wie gesagt, wenn sie einmal im falschen Rohr unterwegs ist, wo soll sie dann hin? Sie schwimmt weiter durch das komplexe Rohrsystem und landet in deiner Toilette. Dann will sie da natürlich raus. Ihr Körper ist so flexibel, dass sie auch im Wasser durch jedes Loch passt, genau wie an Land. Der Schädlingsbekämpfer ist endlich da und beseitigt die Ratte. Er checkt, ob vielleicht noch mehr Ratten im Anmarsch sind und säubert dann den Tatort. Du hast bestimmt schon mal Geschichten gehört, dass in Sumpfgebieten wie in Florida Alligatoren in der Kanalisation leben. Für uns unvorstellbar, aber es ist dort tatsächlich möglich, dass Reptilien einen Weg in die Toilette finden. Und jetzt stell dir mal vor, du musst ein dringendes Geschäft erledigen und eine Eidechse badet gerade in deinem Klo. Wie andere Tiere auch, sucht die Eidechse Futter oder einen Ort zum Verstecken. Falls du mal eine Eidechse in einer Toilette siehst, wird dir das bestimmt unheimlich vorkommen. Aber keine Panik, der Schädlingsbekämpfer kümmert sich auch um sie und setzt sie an einem geeigneteren Ort aus. Dein Bad ist jetzt wieder sauber, deine Rohre wurden überprüft und es wurde nichts Ungewöhnliches festgestellt. Am nächsten Tag gehst du langsam ins Bad, um zu sehen, ob nicht doch wieder etwas in deiner Toilette lauert. Dein Herz klopft und deine Hände sind schwitzig. Du öffnest den Deckel und siehst nichts. Du spülst aber trotzdem. Sicher ist sicher, es soll dir ja nichts entgegenspringen. Ein paar Minuten vergehen und das Rohr scheint frei zu sein. Du fühlst dich sicher, machst den Deckel runter und gehst aus dem Bad. Aber dann steht dein Hund vor der Badtür und bellt. Du gehst rein, hebst den Deckel hoch und schlägst ihn sofort wieder zu. Du rennst aus dem Bad, schnappst dir deinen Hund und rufst wieder den Schädlingsbekämpfer an und berichtest ihm, was dein Hund gewittert hat. Mit Ratten und Eidechsen kommst du irgendwie klar, aber das ist jetzt zu viel. Der Schädlingsbekämpfer hat eine Tüte zur Hand, wo er die große Schlange reinsteckt. Bei Schlangen muss ich dir sagen, dass sie an verschiedenen Orten auf der Welt aus der Toilette krabbeln könnten. Sie verirren sich auch schnell im Netz der Rohre. Denn wenn sie sich nicht gerade sonnen, suchen sie dunkle Orte auf. Schlangen und Eidechsen sind Kaltblüter, das heißt, sie brauchen Wärme von außen, um die Körpertemperatur zu halten. Aber Säugetiere sind Warmblüter, ihr Körper kann also die Wärme selbst regulieren. Die Körperwärme eines Reptils wird durch das Sonnenbaden hochgefahren und hält bis zur Nacht. Diese Schlange wollte also nur der Hitze entkommen und hat einen Weg gefunden. Außerdem sind sie gute Schwimmer. Einige Schlangen haben sich so weit entwickelt, dass sie im offenen Wasser leben. Sie werden treffend als Seeschlangen bezeichnet. Ihre Schwanzspitzen ähneln denen von Aalen, aber sie sind durch und durch Schlangen. Doch keine Sorge, diese giftigen Kriechtiere wirst du nicht in deinem Klo entdecken. Sie leben weit entfernt von Städten und dem Landesinneren. In Australien gab es mal ein Opossum, das aus einer Toilette kroch. Opossums können so groß wie eine Hauskatze oder ein kleiner Hund werden.
Aber dieses Opossum war ein kleines Baby. Experten haben so einen Fall seit mehr als 30 Jahren nicht mehr erlebt. Nachdem sie es aus der Toilette gefischt hatten, trockneten sie es ab und wärmten es auf. Interessant war, dass das Opossum-Baby keine Anzeichen von Stress zeigte, nachdem es eine längere Zeit in der Toilette festsaß. Experten untersuchten das Tier und stellten fest, dass es durch und durch gesund war. Ein topfittes Opossum also. Okay, Nagetiere und auch Reptilien könnten aus deinem Klo kriechen. Und was ist mit Insekten? Spinnen können nicht schwimmen, also werden sie nicht durch die Rohre tauchen. Aber sie suchen sich trotzdem einen Unterschlupf und dein Bad ist ein guter Ort für sie. Dort können sie ihre Netze weben und Insekten wie Fliegen, Mücken und so weiter fangen. Falls du nach Down Under, also Australien, reist, dann gib Acht auf die schwarze Witwe. Sie sucht immer nach dem besten Ort, um ihr Netz zu errichten. Da ist es keine Überraschung, dass sie sich auch im Bad breit machen kann. Immerhin ähnelt es einer Höhle. Eine Spinne im Bad zu sehen ist schon eklig genug, aber morgens einer der giftigsten Spinnen gegenüberzustehen ist heftig. Aber damit das passiert, musst du in einer Gegend wohnen, in der schwarze Witwen zahlreich vorkommen und sich leicht ins Haus schleichen können. Man findet sie vor allem an Orten wie Küchenschränken oder kleinen Ecken in der Garage. Besonders gefährlich wird es, wenn du deine Hand in dunkle Ecken steckst, die du nicht einsehen kannst. Denn wenn da eine schwarze Witwe sitzt und genervt ist, wird sie ihre Wut an dir auslassen. Die Babys von schwarzen Witwen haben keine Ähnlichkeit mit den Ausgewachsenen. Es ist auch ratsam, sich vor den Weibchen in Acht zu nehmen, weil sie gefährlicher sind als die Männchen. Allerdings ist es nicht leicht, die beiden auseinanderzuhalten. Ich will dich nur warnen, am besten erkennst du die schwarze Witwe an der roten Sanduhr auf ihrem Körper. Aber weil es verschiedene Arten von schwarzen Witwen gibt, kann die Sanduhr auch mal ganz anders aussehen und manche können auch orange sein. In jedem Fall solltest du dich zurückhalten, wenn du eine schwarze Witwe siehst. Aber entgegen dem Entsetzen, das ich dir vorher beschert habe, dass du eine schwarze Witwe in deinem Haus finden könntest, bleiben sie doch lieber im Freien. Nach all dem Ungezieferstress beschließt du, dein Bad und die Sanitäranlagen komplett zu erneuern. Du beauftragst einen Fachmann damit, die Rohre mit einer Kamera zu untersuchen, um Löcher oder Nester zu finden, in denen sich die Tiere eingenistet haben könnten. Dann sorgst du dafür, dass deine Toilette immer sauber bleibt, indem du sie mit geeigneten Reinigungsmitteln desinfizierst. Falls du keines zur Hand hast, kannst du auch Weißweinessig oder Backpulver nehmen. Benutze geeignetes Putzmittel und schrubbe das Klo regelmäßig mit einer Bürste. So bleibt es sauber und riecht immer gut. Eine andere Vorsichtsmaßnahme ist, das Badezimmer trocken zu halten. Einige Schädlinge lieben Feuchtigkeit, deshalb fühlen sie sich auch im Bad so wohl. Sorge dafür, dass du feuchte Stellen abtrocknest und wische Wasserspritzer nach dem Duschen gleich weg. Checke das Waschbecken oder andere Stellen, an denen Wasser durch undichte Stellen sickern könnte. Wenn dein Bad kein Fenster hat, dann lass die Tür offen, damit die Feuchtigkeit nicht eingeschlossen wird. Sprüh dein Bad auch regelmäßig mit einem Insektenschutzmittel ein, um die letzten kleinen Kriecher fernzuhalten. Das gilt übrigens auch für die Küche, wo Wasserlecks auch zu einem Problem werden können. Die kleinen Viecher können auch den Abfluss hochkriechen, was nicht nur unhygienisch ist, sondern auch der Anfang einer Plage sein könnte.